Gefühlt haben die MHP-Riesen Ludwigsburg in dieser Saison jeden zweiten Tag ein Spiel. Bundesliga, Europapokal, BBL-Pokal. Der Terminkalender der Basketballer ist rappelvoll. Über 40 Pflichtspiele hat das Team von Trainer John Patrick bisher schon gespielt. Da kam die aktuelle Länderspiel- und Pokalpause genau richtig, um die Akkus wieder aufzuladen. Auf jeden Fall, also die Pause hat uns auf jeden Fall gut getan. Wir hatten ja, wie gesagt, viele angeschlagene Spieler, die jetzt auch die Zeit genutzt haben, um wieder zurück, gesund aus der Pause zurückzukommen. Und natürlich war es auch schön, mal wieder ein paar Minuten, ein paar schöne Zeit mit der Familie zu verbringen. In der Liga stehen die Riesen auf einem hervorragenden dritten Tabellenplatz. Nur Bayern München und Alba Berlin stehen noch vor Ludwigsburg. Mit dem Derby gegen den schwäbischen Rivalen Ulm steht am Mittwoch gleich wieder ein wichtiges und intensives Spiel auf dem Spielplan. David McRae hat schon rund 20 Mal in seiner Karriere gegen Ulm gespielt und weiß, was das Team und die Fans erwartet. Die Teams wissen, wie wichtig das Spiel für die Fans ist und auch für uns natürlich selbst. Und die Spiele gegen Ulm sind immer etwas Besonderes. Die Stimmung bei den Derbys ist immer etwas Besonderes. Natürlich tut es auch noch dazu, dass wir letztes Jahr in den Playoffs knapp gegen die verloren haben. Nach einem schwachen Saisonstart brauchen die Ulmer jeden Sieg für das erneute Erreichen der Playoffs. Doch die Riesen wollen vor allem zu Hause keine Geschenke verteilen. Auch wenn mit Nationalspieler Per Günther, ein guter Freund von David McRae, für Ulm aufläuft. Ich freue mich immer, gegen Per zu spielen. Ich freue mich immer, ihn zu sehen. Wie gesagt, wir stehen uns ganz gut. Aber es ist immer eine harte Nummer, gegen ihn zu spielen. Ja? Er spielt immer eine sehr, sehr gute Saison, wie immer. Und es ist immer eine Herausforderung, gegen ihn zu spielen, aber wir freuen uns drauf. Bisher läuft bei den Riesen also fast alles nach Plan. Doch die Saison ist noch lang und fängt mit den Playoffs eigentlich erst richtig an. Aber die MHP-Riesen können den bisherigen Saisonverlauf ganz gut einordnen. Wir probieren uns gar nicht damit zu beschäftigen, so viel, was wir bisher erreicht haben. Wir schauen von Spiel zu Spiel. Wir probieren weiter, unseren Spielstil zu spielen, die Spiele zu gewinnen. Und dann schauen wir, wo wir am Ende der Saison stehen, in welcher Platzierung wir in die Playoffs gehen. Und dann geht es richtig los. Und richtig los geht es dann auch am Mittwoch um 19 Uhr. Dann ist in der MHP-Arena Tip-Off zu einem sicherlich wieder einmal emotionalen und heißen Basketball-Derby.